Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen sonnigen Folge von Minecraft Mark. Denn wenn ich hier aus meinem Fenster gucke, da ist ja gerade einfach strahlend blauer Himmel. Und ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber wenn irgendwie draußen gutes Wetter ist, da hat man prinzipiell immer wesentlich bessere Laune. Und gestern Abend gab es noch einen kleinen schmackotastischen Livestream und da werde ich direkt am Anfang euch erzählen, was wir denn dort so getrieben haben, damit die Leute, die das vielleicht nicht gucken konnten, weil sie keine Zeit hatten oder keine Lust, ja gut, dass die auf jeden Fall wissen, was wir gemacht haben. Das erste, ganz, ganz wichtige ist dieser Ofen. Der nennt sich Alchemieofen und dort kann man ganz easygoing gewisse Sachen reinlegen und dann kommen da solche Sachen raus, wie zum Beispiel Ignis, was wir normalerweise nur aus unserer Werkbank kennen, wo das gespeichert wird. Hier kommt das in gewisse Gläser, denn die wird man im späteren Verlauf hierhin tun. Hier, ihr seht schon, den guten alten, wie hieß er denn nochmal? Die Arkane-Infusion, die haben wir nochmal so ein bisschen gepimpt, meiner Meinung nach. Das sieht schon, wenn man hier mal so ein bisschen hochfliegt, das sieht schon alles ziemlich, ziemlich nice aus, denn das wird in Zukunft auch, ja, eine der Hauptaktivitäten von Towncraft sein. Denn die Arkane-Infusion ist eben, wie ich das bereits, glaube ich, schon das ein oder andere Mal gesagt habe, sehr, sehr wichtig für die nächsten Items. Denn wenn wir hier gucken, alles, was wir in Zukunft craften können, das sind alles hier die Runenschilde zum Beispiel. Das ist alles per Arkane-Infusion nur möglich. So, jetzt gehen wir mal hier ganz kurz wieder zurück, denn wir könnten gucken, ob wir... Ah, stimmt, das muss ich als erstes machen. Hier, warte mal, ich habe ja auch so einen kleinen Weg nach unten gebaut. Hier vorne habe ich noch ein paar Kisten hingebaut, damit wir da in Zukunft vielleicht mal ein bisschen mehr aufräumen. Hier so einen kleinen Weg gibt es jetzt nach unten, weil das ist irgendwie chilliger und schneller als irgendwie eine Treppe oder so. Da kann man dann immer easy going, zack, direkt runter. Passt auf jeden Fall. Und gestern war eigentlich noch Ernie hier. Ich weiß nicht, wo Ernie hin ist. Nur gut, wir müssen jetzt als erstes, denn diese Arkane-Infusion ist immer sehr instabil und da muss man eine bestimmte Anzahl an Items um diesen Altar platzieren, damit das nicht mehr so instabil ist. So, dazu brauchen wir nämlich, hier, wartet, wir brauchen diesen Talg, magischer Talg. Da müssen wir jetzt kurz in unserem schlauen Buch gucken, weil wir müssen ja erstmal wieder dieses Präinkantatio, müssen wir hier irgendwie in unseren Bottich reinkriegen. Dazu gucken wir auf Aspekte der Magie. Na, wo ist dieser alte Zauberstab? Hier. Oh, da kann man auf jeden Fall viel reinschmeißen. Aber was wäre denn gut? Dieses Silberholz. Das können wir einfach da reintun. Und verrottetes Fleisch. Mal gucken, ob das funktioniert. Denn eigentlich haben wir diesen Silberstamm noch irgendwo. Da haben wir nämlich gestern auch einiges abgeholzt. Nee, doch, warte. Ich guck mal hier. Ich müsste eigentlich auch schon wieder ein paar Sachen weglegen. Denn mein Inventar, das quält schon wieder über. Das ist ja nicht mehr... Das ist ja nicht mehr feierlich. Wir haben nämlich auch gestern ganz viel von diesen Cobblestone-Sachen ummodelliert. Das ist sehr, sehr praktisch, weil Cobblestone ist ja meistens so ein Abfallprodukt. Aber durch diesen Chisel, ich zeige das mal ganz kurz, haben wir noch irgendwas? Ne, zum Beispiel hier diesen Cobblestone. Die ganzen Sachen kann man aus ganz normalem Cobblestone machen. Und die sehen auch teilweise echt richtig, richtig cool aus. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, falls er hier auch dieses Modpack oder so spielt. Das heißt übrigens Feed the Beast Infinity. Für die Leute, die immer noch nachfragen, das war auch gestern eine sehr, 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 sehr gefragte Frage. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch ein bisschen von diesem Silberholz habe. Tada, das haben wir sogar. Ja, jetzt müsste das eigentlich alles so funktionieren. Mein verrottetes Fleisch habe ich auch noch. Dann machen wir das hier mal kurz weg, damit die Sachen nicht alle so grau sind. Gut, meine Damen und Herren, ich werfe den rein. Oh, das funktioniert. Das ist ja perfekt. Warte mal, da brauche ich ja ein bisschen mehr. Zack, 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 zack. Und dann slurpe ich hier so ein bisschen verrottetes Fleisch rein. Alter, das funktioniert, meine Damen und Herren. Wisst ihr noch, wo hier alles übergelaufen ist? Das war irgendwo... Oh, da ist sogar noch Ordo drin. Aber Ordo brauche ich gerade nicht. Zack, 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 zack. Und dann nochmal ein bisschen verrottetes Fleisch. Und am besten... Ups, am besten baue ich den jetzt auch einmal ganz kurz ab. Oh nein! Da war ein Fehler! Oh, jetzt ist dieses Flux hier irgendwo... Oh, oh. Oh, oh. Einfach drauf. Das ist ja eher gut. Jetzt ist dieses Flux da in unserer Lava drin. Tun wir einfach mal so, als hätten wir nichts gesehen. Und stimmt, das wollte ich eigentlich heute auch noch machen. Nämlich, hier oben ist es so ein bisschen dunkel. Da könnte man... Oh, da oben ist wieder die Node. Könnte man eigentlich immer so schön in die Ecken? Oder hier so oben? Guck mal. Keine Ahnung, das sieht einfach stylisch aus. Also besser als so eine Fackel, weil wir sind ja halt auch Magier.
Nun gut, hier können wir, hier ist zum Beispiel eine volle Flasche. Ignis ist hier auch noch und hier ist noch, hier ist noch Potentia drin, warte mal. Werde ich mal kurz die hier wegslurpen, denn wir haben eigentlich noch eine mit Potentia irgendwo rumstehen. Ah, hier ist Potentia, zack, guck mal, und dann müssen wir das nur hier ranslurpen. Ich finde dieses Geräusch ist irgendwie mega cool, dieses Plump. Okidoki, dann werde ich jetzt vielleicht mal gucken, was wir uns denn als erstes craften könnten. Schwert des Sephir oder Stiefel des Reisenden? Ich brauche jetzt erstmal ein gutes altes Schreibset, welches vielleicht nicht unbedingt leer ist. Schreibset, gucken wir mal, denn ansonsten bin ich ja immer so blind. So, komm schon. Schreib, mal wieder so, hier ist keins drin. Steckt sich hier eins, nein. Und nur noch mal zur Info, weil falls sich der eine oder andere beschwert, wie ist er? Du hast wieder nicht aufgeräumt. Das mache ich noch. Ich habe diese Woche, habe ich ja sogar noch einen Livestream. Und irgendwie haben wir nirgends mehr einen Schreibs. Ach. Wir hatten die ganze Zeit eins. Ja gut, habe ich gesagt. Also, meine Damen und Herren. So, dann füllen wir das nochmal auf, denn wir brauchen noch ein bisschen Tinte im Füller. So, jetzt gucken wir hier mal. Tinte. Keine Tinte. Keine Tinte. Wir hatten noch, hundertprozentig hatten wir noch Tinte. Was haben wir denn mit der wieder gemacht? Das war wahrscheinlich wieder ein Diebstahl oder so. Dann fliege ich mal ganz kurz hier irgendwo nach da hinten, um mal so einen kleinen Tintenfisch mir zu snacken. So, guten Tag. Ist hier, wie sieht unser... Oh, ein bisschen Kraft haben wir noch in unserem Jetpack. Oh Mann. Und das Blöde ist gerade, das merke ich jetzt erst, ich muss richtig auf Klo. Kennt ihr das? Es ist auf einmal, kommt's wie aus dem Nichts, muss man dann auf einmal auf Klo. Das riecht nervig. In der Schule kann ich das immer, weißt du, während der Pause musste man überhaupt nicht auf die Toilette und kaum, was macht ihr denn hier für einen Freischwimmer? Ihr gehört eigentlich an Land, aber nur gut. Das ist sowieso eine verrückte Welt hier. So, jetzt haben wir aber genügend Tinte. Zack, dann kommen wir mal ganz schnell wieder zurück. So, auch ein sehr, sehr schönes Haus hier. So, zeige ich, knacke ich hier rüber. Hopp, 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 hopp. Oh, ey, oh, Balu, oh, ey, oh, Freunde gehen durch dick und dünn. Balu und seine Crew. Kennt ihr das noch? Ah, coole Disney-Serie. Ich möchte hier gerne runter. So, zack. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal einen besseren, chilligeren Eingang machen. Ey, ich weiß echt nicht, ob das da vorne funktioniert. Sudele. Dann werde ich jetzt mal hier die beiden Schreibsets wieder ein wenig auffüllen, während hier noch ein bisschen Cobblestone rumliegt. So, einmal auffüllen bitte. Dankeschön. Einmal auffüllen. Dankeschön. So, dann brauchen wir aber auch noch ein bisschen Papier. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir noch Papier haben, meine Damen und Herren. Falls nicht, müssen wir uns das draußen irgendwo holen. Papier? Da ist Papier. Perfekt. Und ich werde mal ein paar Sachen hier rauslegen. Oh Mann, hier ist schon wieder alles so viel Krimskrams, den ich hier drin habe, der da eigentlich auch gar nicht reingehört. Das ist immer so ein bisschen schade. Das ist so eine alte... Egal, jetzt haben wir zumindest ein bisschen Platz in unserem Inventar, damit wir uns jetzt... Zumindest, wir gucken uns mal an, was wir für die Stiefel des Reisenden benötigen. Dazu werden wir die am besten mal hier auch direkt reinhauen. Stiefel des Reisenden, das Schreibset. Oh, das sieht gar nicht so kompliziert aus. Da gucken wir mal. Als erstes von Aqua zu Itor müsste das doch sein, oder? Iter. Ja, es ist tatsächlich Iter. Und das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Sachen. Okidoki, dann müssen wir jetzt etwas mit Poison. Venomous. Venemum. Oder irgendwie so. Zack, machen wir mal ein bisschen Tempo. Perdicio. Wo ist denn dieses? Wir haben ja noch irgendwas mit V. Da. Vinculum oder so. Und dann Modus. Haben wir bitte Motus, 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 Motus? Wo ist Motus? War Motus nicht irgendwie immer hier unten? Ach, da oben ist Motus. Ist das schon das letzte? Jupp. Perfekt. Und dann würde ich sagen, gehen wir von Ita dann rüber zu Terra. Terra, komm, komm. Zack. Oh, das sieht gut aus. Das sind gute Sachen. So, Herbar. Das haben wir auch kaum benutzt hier. Zack. Victus. Oh, ich habe gar nicht gesagt, wie viele wir brauchen. Aber egal, der macht das jetzt einfach selber. Herbar. Zack. Und dann nochmal Terra.
Und dann hätten wir das auch schon mal weggefrühstückt. So, dann sagen wir nochmal von Terra zu. Was ist nochmal hier diese Feder? Volatus. Volatus sagt mir auch immer irgendwas. Also, war das irgendein Name? Kennt ihr irgendwas aus der Mythologie, wo jemand Molatus hieß? Eins, zwei. Oh, da brauchen wir nur drei. Das ist praktisch. So, Terra. Dann kommt Iter dahin. Zack. Iter, Motus und AR. Modus. Auch echt nicht mehr viel von. Und AR. Wunderbarski. So, jetzt bin ich gespannt, was man denn für diese Stiefel alles benötigt. Okidoki. Haben wir jetzt irgendwas neu? Oh. Taumotastisches Geschirr. Ist es ein Vogel? Kann man damit fliegen? Weil ist es ein Vogel? Warte mal, erstmal machen wir das hier. Oh. Okay. Da brauche ich verzauberten Stoff. Und ich brauche Iter und Volatus. Die Sachen, also die Sachen, die ihr hier unten seht, die müssen wir mit unserem Alchemieofen erstmal in die Flaschen füllen. Das bedeutet 25 Iter und 25 Volatus. Da brauche ich rohen Fisch, eine Feder und zweimal verzauberten Stoff. Das wird auf jeden Fall schwer, weil das Problem wird, glaube ich, auch sein, dass ich momentan noch nicht hundertprozentig weiß, wie ich die Altare, die restlichen Altare dorthin setzen muss. Wir haben nämlich auch, glaube ich, nur noch einen. Habe ich denn... Weil ich habe hier insgesamt 4 Stück gesetzt. Und wenn wir nochmal in unser Taumonomikon gucken, sehen wir, dass es, glaube ich, mehr als 4, genau, brauchen insgesamt 6 Sachen. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass ich dann einfach die anderen hier hinsetzen muss. Also praktisch, dass ich noch ein... Nee, aber dann wären das ja auch wieder mehr. Weil ich habe hier die 4. Die 4 Seiten. Hm. Funktioniert das auch so? Ich bin mir unschlüssig. Instabilität unbedeutend. Hm. Egal, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir bei unserem Alchemieofen hier Volatus und so rausbekommen. Dazu gucken wir wieder, was ist denn in Volatus überhaupt drin? Gucken wir mal, Volatus. Da müsste ich Federn und diese Blueberries. Ein Schreibset und Federn. Da müssten wir ein paar Hühner tatsächlich fertig machen. Und was war das andere nochmal? Iter, genau. Iter bekomme ich durch... Sattel, Enderpearl, wow, Iter ist richtig schwer. Och nö. Ein Sattel. Oder eine Enderchest. Alter Schwede, Iter. Du bist ja richtig kompliziert. Hm, das ist jetzt nicht so schön. Weil ich weiß auch nicht, wo ich die... Ich müsste dann in einem Livestream oder so Enderperlen farmen. Wir könnten ja gucken, ob wir nicht alternativ... Was haben wir denn hier noch so rumliegen? Was man vielleicht sich schneller holen könnte. Axt des Sturms. Es gibt doch hier auch... was ist... Nee, was anderes. Traumatische Bastelei. Hier soll man eigentlich angeblich auch so richtig coole Sachen sich holen können. Ach, hier gibt es ja noch Stabfokus verzehren und so. Wie war denn Ifrits Flamme? Achso, den hatten wir uns ja schon mal gemacht. Aber hier gibt es noch Stabfokus verzehren, aufsteigen. Hm... Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ey, den könnten wir... Ach, das haben wir sofort gekauft. Den Stabfokus verzehren, warte mal. Ah, auch wieder Arcane-Infusion. Aber das könnte man sich sogar holen. Aber wir bräuchten dafür spiegelndes Glas. Das kann ich... Dazu brauche ich Quecksilber. Bei wie viel Minuten? Ah, wir sind aber schon so weit vorgeschritten. Stabfokus aufsteigen. Ach so, okay. Da bräuchte ich den erstmal. Seht ihr das? Der würde dann... in die Mitte kommen, damit man die überhaupt benutzen kann. Schade. Alter, hier ist aber noch Stabfokus heilen. Krass, dann kann ich mich selbst heilen. Enderspalt. Oh, Leute. Das wird nice. Dann gucke ich mal, ob ich vielleicht... ich brauche noch Papier. Oh, warte mal, das müssen wir uns mal schnell holen. Ich gucke mal, ob vielleicht ist dieses Schwert des Sephir einfacher. Aber ich glaube nicht, dass wir das in der heutigen Folge noch schaffen. Wir probieren es einfach. Probieren geht über Studieren. Zack. Aber ich fand es auch gestern wieder gut im Livestream. Wir haben echt richtig, richtig nice was geschafft. Das ist echt immer so, weil man bereitet sich dann vor. Ups, das wäre beinahe. Wisst ihr noch, wo ich in Varo 1 aus Papier Zuckerrohr gemacht habe? Das war das war richtig doof. Habe ich auch richtig doof in die Facecam geguckt. Entschuldigung, ich würde hier gerne in die Tür rein. Dankeschön. So, einmal runter.
Einmal hier ran. Zack, zack. Bisschen ordentlich Papier hier moken, damit wir da erstmal keine Problemchen mehr mit haben. So, Zuckerrohr schmeiße ich mal einfach weg. Und dann gucken wir, dass wir doch mal dann Schwert des Sephir. Ich hoffe mal nicht, dass der jetzt wieder so eine komplizierte Reihenfolge hat. Aber wir könnten aber auch das taumotastische Geschirr. Ist es ein Vogel? Ich möchte gerne wissen, was es... Oh Gott! Warte mal, was braucht Schwert des Sephir? Das ist nicht so kompliziert. Das könnten wir sogar noch schaffen. Potentia. Weil ich würde auch gerne wissen, was das ist. Also ich weiß, mit dem Schwert des Sephir kann man nämlich auch fliegen. Und das ist auch ansonsten ein richtig krasses Schwert. Warte mal, was war denn das Schwert hier? Das war irgendwas mit Tellum oder so. Ach Mist, Tellum haben wir auch nicht mal. Dann möchte ich erstmal... Ich probiere mal das taumotastische Geschirr. Aber das ist auch so kompliziert. Wir brauchen hier von den ganzen Sachen eigentlich mal wieder mehr. Auch von Ordo. Da muss ich mich mal schlau machen, wie ich das denn überhaupt bekommen kann. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... Das ist alles nicht so schmargotastisch. Warte mal, ich werde erstmal gucken, dass wir da oben... Zack, kurz mal nach oben fliegen. Dass ich das hier mal wegnehme. Hier ist noch ganz viel... Oh, warte mal, hier müssen wir ein neues Glas hinsetzen. Zack. Dann werde ich das hier... Weil hier kommt dann alles sozusagen immer einfach an die Wand. Blub. Zack, und dann kommt das hier ran. Oh nee, das ist das falsche Glas. Wir haben doch hier noch brandfrische. Zack, damit da nochmal ein bisschen Potentia abgeträufelt werden kann. Dann lege ich das hier auch mal weg. Fabricio. Zack. Aber wir haben noch unser Ignis-Glas. Ach, da ist das. Da oben. Man kann das auch später. Das wird auch noch richtig nice. Warte mal, ich pack das mal dahin. Und das hier hin. Da werden wir uns auch nochmal gucken. Vielleicht, dass wir nochmal einen anderen Raum dafür machen. Weil wir werden hier alles letztlich voll haben. Vielleicht vergrößern wir das. Ein bisschen nach oben oder so. Aber das passt momentan. So, was haben wir jetzt noch? Ach, wir haben jetzt auf... Ach, auf einmal haben wir wieder Ignis oder was? Zack, weil das jetzt hier gerade alles noch verbrannt wird, diese Sprousewood Planks, glaube ich. Ja, die werden gerade so ein bisschen verbrannt, oben und unten. Könnten wir ja gucken, was wir da noch reinlegen. Habe ich denn von irgendwas noch richtig viel? Was vielleicht auch ein bisschen praktischer sein könnte. Wir haben doch hier auch noch die Runenschilde, die ich noch machen wollte. Aber ansonsten gab es auch noch irgendein reinigendes Badesalz? Alchemistische Fertigung... Ach, warte mal, wir haben jetzt auch gerade die ganzen Kerzen. Stimmt, die könnte ich nochmal machen. Müssen wir gucken, ob wir hier noch irgendwo Strings drin haben. Warte mal. Hier haben wir noch diese Himmelsbeere. Von denen brauchen wir noch welche. Die sind auch relativ wichtig. Haben wir hier noch? Da oben sind Strings. Perfekt. Ich glaube, die muss ich sogar hier reinlegen. Magischer Talg. Und die Strings... Und dann weiße Talgkerze. Dann haben wir jetzt davon erstmal 12. Dann können wir die oben schon mal dran setzen. Hier an unseren Altar. Denn die machen das Ganze, wie gesagt, stabil. Dann werde ich das einfach so machen. Zack, 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 zack. Ja, das sieht doch ganz schick aus. Und hier werde ich dann hier hinter, glaube ich, dann noch die anderen Altare setzen. Da werde ich mich aber nochmal mit einem Tutorial auseinandersetzen, wie ich das denn am besten überhaupt hinsetzen soll. Weil eigentlich müssten die dann ja hier hin. Ich weiß auch nicht, ob der Abstand zwischen den ganzen Sachen so richtig sein soll. Nur gut, meine Damen... Oh, aber so war das nicht gedacht. So, meine Damen und Herren, das soll's gewesen sein mit der heutigen Folge von Minecraft Mark. Ich denke, es war mal wieder... Wir haben wieder gut was geschafft. Also momentan läuft das. Wenn ich mich nochmal ein bisschen mehr mit der Infusion auseinandersetze, dann kann es auch schon sein, dass wir in der nächsten Folge hier... das erste Mal die Infusion auch anschmeißen und dann was Schmargotastisches craften werden. Leute, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst auch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.